Annabelle aus Frankreich. Heute werden wir eine Apfeltorte aus Frankreich machen. Also William hat schon angefangen. C'est pas bon? Ne si c'est bon les pommes. On va faire quoi? Une tarte aux pommes. Apfeltorte. Bon. Also zuerst werden wir den Teig machen. Dafür braucht ihr 150 Gramm Mehl, 150 Gramm Butter, ein kleines Glas Wasser und eine Prise Salz. Also das ist ganz einfach. Man muss zuerst das Mehl hier. C'est drôle. Tu veux mettre les doigts dedans? Oui. Oui, mets les doigts dedans. Also William hat mich schon geschminkt. So, das brauche ich nicht mehr zu machen. Wir werden jetzt die Butter nehmen und ganz kleine Stücke in das Mehl reinmachen. So, ganz klein. So, jetzt mit den Fingern muss man einfach alles zusammen mischen. Das macht man so mit den Fingertips. Also jetzt sind die Butter und das Mehl gemischt. Muss man noch ein wenig Wasser dazugeben und eine Prise Salz. Über William noch. Prise Salz. Ein wenig Wasser. So. Und wieder alles zusammen mischen. Mama. Toi aussi tu veux faire? Tiens. Fais avec ça. Und unser Teig ist jetzt bereit und muss ungefähr eine Stunde lang ruhen, wenn möglich im Kühlschrank. A tout à l'heure, bis dann! Tiens, Mama. Merci. Nun, voilà, unser Teig ist jetzt bereit. Wir werden es ausrollen. Zuerst. Also ein bisschen Mehl. Auf die Hände. Auf. Oh Gott, dis donc. Uff. Okay. William bereitet die Äpfel vor. So, zuerst ein bisschen. No, so. Mama. No, Mama. Oh. Oh Gott, dis donc. Okay. Potato. Ich werde jetzt unsere Form einfetten mit Butter. Also der Teig ist sehr zerbrechlich, man muss wirklich miam miam, c'est bon la pomme. Sehr vorsichtig damit umgehen. Sogar wenn es bricht, ist es nicht so schlimm. Man kann es dann wieder in der Form zusammenbauen. Also jetzt ist der Teig ausgerollt. Muss man es zuerst 10 Minuten bei 200 Grad in den Ofen stellen. Vorgeheizten Ofen. Also während dieser Zeit werden wir noch 25 Zentiliter Sahne, Schlagsahne, mit 100 Gramm Zucker und zwei Eier mischen. Unsere Äpfel müssen wir noch vorbereiten, also schälen. Die 10 Minuten sind jetzt vorbei und wir werden unser Teig aus dem Ofen rausholen. Voilà. Jetzt werden wir unsere Äpfel auf dem Teig verteilen.
So, voilà. Und dann wieder 30 Minuten im Ofen. Ist ganz schön braun, super. Und was wir im Elsass immer machen, wir streuen ein wenig Zimt drauf. Dann ist es noch besser. Pas tout de suite, non. Voilà. Tiens. Reste un stück pour William. À bientôt, bis nächstes Mal. Ciao, tschüss.